So, hallo und willkommen. Da sind wir wieder zurück zu Let's Play, der Herr der Ringe, das dritte Zeitalter. Ja, ich hatte ein bisschen Zeit genommen, nämlich ein bisschen zu trainieren. Ich gehe mal jetzt auf Statistiken. So, was habt ihr verpasst? Die sind Level 10 und 10. Und ich habe hier ein bisschen an Fähigkeiten gearbeitet. Also er hat schon den Schmetterschlag gelernt. Gegenangriff ist er jetzt gerade dabei. Ich glaube, den hatten wir schon davor. Den Schlachtruf hat er jetzt. Aushalten hat er zum Beispiel geschafft. Gunst der Gefährten haben wir jetzt. Passive mächtige Festung. Nee. So, dann gehen wir jetzt auf Idrail. Die hat nämlich den AP-Entzug gelernt. Und Galadriels Gabe. Und Schwertkunst habe ich den Schwächungshieb gelernt. Ja. Den einfachen Grund war, als ich das hier alles eingestellt habe, umprogrammiert habe und sowas, alles ist bisschen Zeit vergangen und ich habe mal in der Richtung dann trainiert. Ich glaube, das hat 3 Stunden jetzt gedauert. Deshalb kann man vielleicht gleich noch, wenn ein Kampf kommt, euch zeigen, wie stark die Nächtmeine sind, oder? Ah, obwohl, wir sind jetzt bei was anderem. Ein Mensch. Er ist verwundet. Wartet, bis die Waage näher kommen. Sie werden ihn zerfetzen. Wir müssen ihn retten. Weg mit euch! Hallo, ihr Biester. Ihr lebt? Was wollt ihr hier? Seht ihr nicht, dass ich jage? Wenn ihr die Krähen wollt, lockt die Warge an. Dann töten sie schneller. Ihr seid einer der Dunedain. Zu Diensten, Herren. Ihr wolltet mir helfen? Nun, das könnt ihr. Sollten wir nicht zuerst den Rest der Herde vernichten? Und jetzt kommt ein Kampf. Den werde ich natürlich zeigen, aus dem einfachen Grund, wir haben jetzt schon einen neuen Helden. Plus ein Wahn. Yeah. So, man sieht ein bisschen, dass ich trainiert habe vielleicht. Bildertor 747 Gesundheitspunkte schon. Und unsere Leiste ist jetzt aufgefüllt. Die werde ich jetzt mal nicht benutzen. Das ist nämlich der Perfektmodus. Neue Fähigkeiten sind vorübergehend. So, was nehme ich denn? Ich werde zuerst mal die Führerschaft machen. Gunst der Gefährten kostet 120, regeneriert jede Runde einige AP der Gruppe. Ich werde einfach den Macht der Gefährten aussprechen. So. Wir sehen schon, unser neuer Typ, der hat nämlich Bogenkunst, Fluch der Bestie, Fernangriff, der Tieren größeren Schaden zufügt, aber wir haben auch zum Beispiel Waldläuferkünste, gezielter Schuss, ein mächtiger Fernkampfangriff. Okay. Fangen wir mal mit dem Fluch der Bestie an. Zack. Er hat jetzt einen grünen Bogen und kritischer Schaden und einen Bogenkunst. Genau. So. Was haben wir jetzt hier? Sie hatte natürlich Schwertkunst, Schwächungshieb und sowas alles. Mal gucken, wie viel. Okay, da hat nicht mehr viel. Eigentlich ein Schlag oder sowas könnte reichen. Ich zeige euch mal jetzt den AP-Entzug. Der sieht ungefähr so aus. So, ziehen ihm sehr viel AP ab und bekommen natürlich nur 10, weil wir nur 10 eingesetzt haben. Schwertkunst kann man jetzt machen, den Schmetterschlag habe ich glaube ich schon gezeigt, Hieb des Wächters, Fluch des Orks, aber ich denke, dass er auch schon fast nach einem normalen Schlag tot wäre, aber wir nehmen einfach die Erfahrungspunkte mal mit. So, wie man sieht, die Waage sind besiegt. Also nicht sehr anstrengend, aus dem einfachen Grund, dass wir schon so vorgelevelt haben. So, einige Erfahrungspunkte gibt es hier mehr. Ich habe gegrindet, da habe ich gerade mal 800 bekommen. Da, Auftrag Rettung des am Karadras. So, neuer Tagebucheintrag. Neue Gruppenmitglieder. Im Laufe des Abenteuers lernst du neue Gefährten kennen. Drücke die Starttaste, um Informationen zu den Gruppenmitgliedern deiner Gruppe. Nein, bitte nicht. So. Die lasse ich nämlich alle am Ende zeigen. Er hat ein Level abbekommen. Ach, man sieht, er ist gerade mal Level 5. Für den ist, glaube ich, das Wichtigste Stärke, Nahkampf und Fernangriffen, das Geschick. Dass er trifft, das Tempo, damit er schneller wird, natürlich auch die Stärke und auch ein bisschen natürlich Konstitution, dass er natürlich viel hat. Scharf, schwach, durchbohren, anfällig, aber gegen Stumpf, Luft und Air ist er kräftig, gegen Schatten ist er auch wieder schwach. Okay. Ja, bitte so übernehmen. Was haben wir denn hier zum Beispiel? Beutel, alter Tobi, Wasser schon, okay. Dann gehen wir mal weiter. Wir haben einen neuen Tagebucheintrag. Was gucken wir da mal? Da, Eregion.
Besiege alle Wagrudel der Gegend. Hilf dem Dunedain, die Straße von dem plündernden Wagen Isengard zu befreien. Besiege alle Rudel dieser Bestie. Okay, kein Problem. Ich denke, hier unten wird was sein. Und hier ist eine Höhle. Nahende Feinde, wenn du dich an einer Gruppe von Feinden näherst, erscheint ein leuchtendes Pall an dir. Sorge dafür, dass deine Gruppe auf den drohenden Kampf vorbereitet ist. Das ist kein Problem. Gorgoroths Asche, so. Zack, natürlich zum Eingang der Höhle. Erwartet man natürlich, dass in der Höhle eigentlich Waage sind, da sie aber nicht effektiv gezeigt werden. So. Weiß ich jetzt gar nicht. Komm, das machen wir einfach nur, damit wir die Erfahrungspunkte einfach aus so einfachen Kämpfen mitnehmen. So, Bogenkünste, Fluch der Bestie. Oh, jetzt habe ich ganz vergessen. Ich hätte eigentlich klicken sollen, was er zuerst mal lernen soll. Das ist natürlich jetzt ein Fehler von mir gewesen. Oh, wow, die machen ja viel Schaden. So, Geschenk Elrons, machen wir mal Galadriels Gabe. Die heilt ja noch mehr als sonst, aber ich glaube, das steht nur, wie viel er geheilt wird und von Leben, genau. So, jetzt Schwertkunst, Hieb des Wächters und Stier, Bestie, zack. Es gibt kritischen Schaden, es gibt doppelt kritischen Schaden und ich habe schon dreifach kritischen Schaden hinbekommen. So, jetzt müssen wir natürlich ein bisschen gucken, dass unser... Okay, ein von drei Wagrudeln vernichtet, da müssen wir mehr so Fähigkeiten, wollte ich nämlich gucken, was kann er zum Beispiel so lernen? Bogenkunst, Pfeilhast, Fernangriff auf zwei Gegner oder Schuss der Blendung, Fernangriff, der die Präzision des Gegners sinkt. Beides gut. Fernangriff, mit dem Illegost seinen Opfern Gesundheitspunkte entzieht, sehr gut. Lebender Schuss, der den Gegner bremst, der den Gegenangriff verhindert, auch sehr gut. Fernangriff, der die Nahkampfabwehr des Gegners schwächt und Volltreffer. Fernangriff, der dem Ziel schrecklichen. So, nehmen wir natürlich da den Schuss der Blendung. Einfach, dass er sozusagen Statuseffekte auf ihn setzt. So, jetzt gehen wir mal hier zurück. Passive Fähigkeiten. Illegos hat die Chance, Angriffen automatisch auszuweichen. Verbessert Illegos Fähigkeit, Angriffen auszuweichen. Geschicklichkeit, Präzision, erhöht die Geschwindigkeit, mit denen er die Aktion ausführt, etc. etc. So. Ich bin wieder so bekloppt. So. Pfeil der Macht, Fernangriff, der den Nahkampfschaden des Ziels verringert, das ist auch sehr wichtig. Dann haben wir hier Fernangriff, der die Magieresistenz eines Gegners schwächt, auch sehr gut. Den Schlafpfeil, der ihn kurzzeitig ins Reich der Träume schickt, den Lähmungspfeil, vorübergehend alle Nahkampfattacken verhindert. Sehr interessant für den Nahkampf hier. Der hat einiges zu lernen. Hier blendet und die Präzision verringert. Der hat noch was hier zu lernen. Gewittersturm, der alle feinen schweren Schaden zufügt. Er kann zaubern. Fernangriff, der einen Gegner vorübergehend lähmt. Regeneriert alle GP der Gruppe. Gnade des Attilas. Was haben wir denn hier? Hier war ja noch eine Kiste. Lembasbrot, lecker. So. Gehen wir mal hier weiter. Das ist die Frage. Genau, jetzt müssten wir hier oben sein. Und da war ja noch eine Kiste hier, genau. Alter Tobi. So. Jetzt die Frage, gehen wir jetzt hier weiter oder müssen wir dann nochmal an der Seite am besten hingehen? Perfektmodus. Wenn du deinen Gegner verletzt, fühlt sich deine Perfektanzeige. Ist die Anzeige voll, wird der Perfektmodus aktiviert. Um deine Gruppe verursacht größeren Schaden. Das, was wir jetzt ganze Zeit sind, da bei uns rechts nämlich diese kleine Leiste gefüllt ist. Ob die Waage als Wagrudel zählen? Zorn des Leutwassers, war ich mal hier auf den. Nee, leider noch nicht ganz tot. Schade. Schnell klauen. 94. Das ist natürlich schon was. Gut, dass er natürlich so viel hat. Das ist natürlich sehr cool. Wir sehen. Wir sind dran. Gut. Bitte normalen Schuss. Er ist erledigt. Schwertkunst. Hieb des Wächters. Bitte auf den mal. Es gibt auch, wie soll ich sagen, später diese Sachen, dass... Ja, wie soll ich das sagen? Dass im Perfektmodus wir sozusagen zusätzlich noch was machen in der Richtung. Also es gibt diese passiven Talente, die wir lernen und dann steht da zum Beispiel im Perfektmodus, kosten unsere Fertigkeiten 25% weniger AP. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr viel wert im späteren, da man jetzt auch nicht 100% so viel AP hat. So, Beletor ist aufgestiegen und der Elegos ist aufgestiegen. Idrial, Schwert der Anfurten, drittes Zeitalter. Zwei von drei Wagrudeln vernichtet. Okay, das haben wir dann schon mal richtig hier.
Gehen wir nochmal hier ganz kurz. So, man sieht jetzt ungefähr die Werte, die er hat. Ich habe auch ein bisschen Geschick und Tempo reingegeben. So, Konstitution. Und machen wir mal das Tempo ausgleichen mit dem Geschick, bitte. Charakter wechseln. Oder, sorry. So, du bekommst mehr Stärke. Und nochmal Geschick, so. Genau. Aber ich habe, stimmt, der hat ja noch was bekommen, ne? Neu. Oh, nicht für ihn. Für wen war denn das? Neue Ausrüstung, keine, hä? Ah, da. Schwert der Anfurten, achso, für sie. 10 auf 12, okay, geht doch. So, weg da. Jetzt müssen wir noch einen Rudel finden, wo das auch immer ist. Müssen wir mal gucken. Nicht, dass wir hier irgendwas übersehen haben. Zoom, 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 zoom. Gucken, ist hier eine Truhe? Nein. So, ich glaube, wenn wir den Weg hier nämlich gehen, dann kommen wir nämlich zum alten da unten wieder hin, ne? Oder? Oder vertue ich mich da jetzt gerade? Nein. Gott. Also, gehen wir da nochmal weiter. Tippeln unseren Weg hier weiter. Jetzt die Frage, muss ich hier rechts weiter oder links? Hier haben wir noch eine Truhe. Die werde ich mir natürlich schnappen. Oh, ein Kampf. Entschuldigung. Oh, ein Vakuum. Nutzen wir einmal verbessert Werte der Gruppe und schwächt Gegner. So, Kampfesmut. Ist, glaube ich, genau das gleiche wie das mit den Gefährten, nur halt einen anderen Bonus. Also es gibt viele Sachen, die nicht anders aussehen, so in der Richtung. Schwertkunst, den Schwächungshieb, damit macht es schon mal weniger Schaden. Wenn überhaupt noch mal drankommt, in die Frage. Das ist die Frage natürlich. Ja, man hat gesehen, der Fall nach unten, das heißt, es hat funktioniert. Jetzt gehen wir mal auf die Bogenkunst, auf den Fluch der Bestie. Zack. Und Benz. Genau. Jetzt haben wir zum Glück. Wenn wir nochmal dran sind, kommt ein Hieb der Wächter, so müsste ja ein schon tot sein. Ja, kritisch. Ich glaube, wenn jemand den finalen Schlag bekommt, bekommt er, glaube ich, mehr Erfahrungspunkte. Nehmen wir nicht irre. Ja, aber man sieht, 2-1-1-2 und die anderen nur 19-20. Finde ich aber in dem nicht. So, alle Wagenrudel sind vernichtet. Auftrag erledigt. So, jetzt gehen wir auch mal weiter. Also das war, glaube ich, anscheinend nur so eine Sidequest. Und natürlich, wer hat wieder die Erfahrungspunkte Erfahrungspunkte bekommen? Wir. Schip. Ich glaube, irgendwann muss ich mal mit einem anderen Charakter rumlaufen, oder? Ich weiß was. Ich laufe einfach mit... Ich bin schon bekloppt. Y und X. Dem Illegost herum. Aus dem einfachen Grund, er ist ja im Level hinter uns. Dann ist es besser, wenn er so die Erfahrungspunkte bekommt, damit er uns sozusagen ein bisschen einholt. Was führt euch hierher, Weitläufer? Ihr werdet es erfahren, doch nun müssen wir zu einem der heilenden Altäre der Elben. Okay, wir haben unsere neue Aufgabe. Wir müssen zum einen Altar der Elben. Okay, oh, das kenne ich doch. Ist das nicht die Stelle, wo sie sich hier versteckt haben? Hinter den Steinen, weil die Krähen kamen. Sehr interessant. Ich glaube, wenn man das hier sogar isst, dann sagt sogar Gandalf, hey, du hast uns ja gefunden, so in der Richtung. Genau. Ah, du hast unser Lager gefunden. Hier suchten wir Schutz vor Saruman, doch es war vergebens. Seine Spione hatten uns längst entdeckt. Oh, da kommen die Krähen drüber. Also verließen wir die einfache Route nach Süden und entschieden uns für den gefährlichen Weg über die Berge. Doch der weiße Zauberer hatte andere Pläne und zwang uns umzukehren. Oh, das war natürlich nicht gut an dieser Stelle. Und noch etwas, Gondorianer. Wir sind nicht weit von deiner Gruppe entfernt. Klar, folge den Gefährt nach Moria. So, was haben wir denn hier? Hä? Habe ich hier einen Punkt gesehen? Oder irgendwo ein Punkt. So, kommen hier neue Gegner. Ja, komm. Lorien, Ring des Lichts und Trollschlamm. Wir haben einen Troll.
Ich glaube, der Lorien Ling. Nein?